Herzlich willkommen bei diesem Geburtshoroskop-Analyse nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, weil sie berücksichtigen die Präzession. Es ist eine sehr präzise Berechnung, übereinstimmt, so wie die Astronomen auch berechnen. Aber nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden. Es ist anderes als in einem westlichen Horoskop. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Liebe Aswarila, ich grüße dich. Das ist die Horoskop-Analyse für deine Tochter Belicia. Und ich möchte als erstes mich bedanken für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Liebe Belicia, ich grüße dich auch. Das ist dein Horoskop-Analyse. In Teil 1 habe ich erklärt, was ist überhaupt ein Horoskop und was bedeuten diese einzelnen Lebensbereiche. Und jetzt starten wir. Hier in die Mitte ist ein Engel und das ist dein Schutzengel, weil nach Kabbala, und so ordnen sie das, die Engel. Nach Kabbala herrschte dieser Engel Leaviach in dein Geburtstag, also in dem Tag, wo du geboren bist. Und Engel Leaviach ist dein persönlicher Schutzengel und hat die Zahl 17, hat auch eine Bedeutung. Engel Leaviach ist Engel der Wunderbare, Engel der Offenbarungen, fördert deine Intuition und deine Träume, hilft dir deine spirituellen Erkenntnisse, fördert deine künstlerische Begabung, gibt Offenbarungen der Geheimnisse des Universums in Träumen. Also hat mit Spiritualität was zu tun, hat mit künstlerischer Begabung zu tun und sehr geheimnisvoll offenbart über Träume. In diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen Skorpion in Osthorizont aufgestiegen, wie ein Sonnenaufgang. Und dieser Tierkreiszeichen gehört zu deiner Persönlichkeit. Das war die erste kosmische Energie, der dich begrüßt hat in diesem Erdenleben. Ich könnte sagen, du bist ein Kind davon. Und verleiht dir ein Kostüm. Und dieses Kostüm hast du bis zu deinem Lebensende. Das bedeutet, die Tierkreiszeichen Skorpion begleitet dich bis zu deinem Lebensende, beeinflusst dein Aussehen, beeinflusst deine Persönlichkeit, dein Auftreten und so bist du auch wahrgenommen. Die Tierkreiszeichen Skorpion gehört zum Wasserelement. Und das hat mit Gefühlen was zu tun. Und du vieles nimmst in dein Leben mit Gefühlen wahr. Die Tierkreiszeichen Skorpion ist sehr geheimnisvoll, mystisch. Und diese geheimnisvolle Ausstrahlung hast du auch. Das ist wie so verschleiert, geheimnisvoll.
und zeigt auch erotische Ausstrahlung. All das gehört zu diesem Tierkreiszeichen, etwas Mystisches. Natürlich hast du dann auch einen Bezug zu diesen Themen wie die Geheimnisse des Lebens. Und viele Menschen werden ihren Geheimnisse an dir vertrauen, weil du ziehst es an. Also dieses Geheimnisvolle hast du in deiner Persönlichkeit und mit diesem Tierkreiszeichen öffnet sich den Tor, das heißt, das ist dein Lagna oder Aszendent. Dein Aszendent ist Skorpion. Aber bevor du geboren bist, hast schon ein Teil in Osthorizont aufgestiegen. Das heißt, die Tierkreiszeichen Skorpion hat noch eine Färbung auf diesem 12. Lebensbereich. Die zweite Lebensbereich sind die Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl und Finanzen. Energetisch hängt das zusammen. Wenn jemand sagt zum Beispiel, oh, ich bin das gar nicht wert, ich habe das gar nicht verdient, energetisch wirkt das auf die Finanzen aus. Und Menschen, die sagen, ich bin es wert, das steht mir zu, ich habe das auch verdient, haben immer mehr Besitz und mehr Geld. Das ist die Einstellung und auch das Gefühl dazu. Und diesem Lebensbereich hat hier auch ein Tor, ein geheimes Tor. Und dieses geheime Tor öffnet sich mit Tierkreiszeichen Schütze. Und die Tierkreiszeichen Schütze beeinflusst deine Persönlichkeit, dominiert das Skorpion, diese geheimnisvolle, aber hast ein Teil noch von Schütze auch. Und das ist deine Begeisterung und zeigt auch Sport. Die Tierkreiszeichen Schütze liebt auch Sport und das heißt, hast du einen sportlichen Auftreten oder liebst du Sport, also du achtest auch auf deinen Körper und wirst du Sport machen, aber dich begeistert auch alle Art von Bewegung, Reisen zum Beispiel. Und die Schütze zeigt Optimismus. Und das ist deine Lebenseinstellung, deine optimistische Haltung im Leben gegenüber und das wird dich immer stärken. Die dritte Lebensbereich ist Schule. Wie stehst du zur Schule? Später bedeutet dieser Lebensbereich Informationen. Austausch, Wissen vermitteln, Wissen aneignen, Kommunikation, Verbindung zu Geschwistern, Verbindung zum Nachbarn. Vieles Neues erkunden in vertrauten Umgebung. Dieser Tor, hier ist dieser geheimnisvolle Tor, öffnet sich mit Steinbock. In jungen Jahren wirkt Steinbock eher einschränkend, streng. Und so erlebst du die Schule. Es ist alles so anstrengend. Später hast du mit diesem Steinbock-Energie einen riesen Vorteil, weil er gibt dir dann Halt, Sicherheit, Stabilität und Struktur und mit diesem Steinbockkraft, mit diesem Energie kannst du vieles erreichen in dein Leben. Wenn du Ziele hast, das bedeutet,
dich begeistert nicht alles in die Schule. Aber wenn du als Ziel setzt, dass du zum Beispiel in die Beste bist in die Klasse, dann gibt dir die Steinbock diese Motivation. Die Steinbock hat einen Einfluss auf die Werte und Finanzen, und hier hast du eine Lernaufgabe, weil über die Tierkreiszeichen Steinbock herrscht Saturn, und Saturn belehrt uns immer. Und die Lernaufgabe besteht daran, zu deinen Werten stehen. Das Befestigen, sehr wichtig. Jetzt sind wir im tiefsten Punkt des Horoskopes, und das vergleiche ich immer mit einem Baum. Und das würde bedeuten, hier ist die Wurzel des Baumes und hier fühlst du dich verankert, verwurzelt. Das gibt dir Halt in dein Leben, die Basis, die Fundament. Und auf diese Fundament kannst du bauen. Zeigt auch die Wohnsituation. Und hier hast du auch ein Tor, ein geheimes Tor. Und dieses Tor öffnet sich mit Wassermann. Und das bedeutet Luft, sehr viel Luft. Du liebst Wohnungen oder Häuser, was großzügig, sehr luftig ist. Wassermann ist eher eine moderne Einrichtung. Wassermann zeigt auch etwas Außergewöhnliches, ein außergewöhnliches Design. So könnte ich deine Wohnung oder dein Haus, deine Einrichtung dann vorstellen. Und du findest immer ungewöhnliche Art und Weise, die Objekte, die Verbindungen, was mit deiner häuslichen Situation zu tun hat. Wassermann hat einen Einfluss auf die Schule, auf diesem dritten Lebensbereich. Und Wassermann ist immer im Zeit voraus. Und du hast Ideen in die Schule, was wirklich in Zeit voraus ist, weil du hast hier einen Adlerblick, auch dein Ideenreichtum. Aber mit diesem Strenge wird das übersehen. Und wenn das übersehen ist, dann verletzt das dich, verletzt dein Stolz. Und dann macht es unsicher. Wo nächstes Mal dann überlegst, soll ich das sagen, meine Ideen? Oder soll ich lieber gar nichts sagen? Das wurde immer übersehen. Sei mutig, steh zu dir selbst, zu deiner Ideenreichtum, weil da bist du originell, anderes. Ein Wassermann ist immer anderes als alle anderen. Und das ist deine Stärke. Das macht dich ungewöhnlich. Und wenn sie das versuchen übersehen oder sind in die Schule zu dir streng, dann nimm das mit Humor und Leichtigkeit. Die fünfte Lebensbereich seid ihr Kinder. Und von Kindern kann man so vieles lernen, weil die Kinder zeigen uns was Wichtiges. Dass wir das Leben auch mal spielerisch betrachten sollen. Und daran liegt auch die Lebensfreude, diese schöpferische Kraft. Das Kind zeigt das. Also zeigt deine Kindheit, deine schöpferische Kraft. Und diese Tor öffnet sich mit Tierkreiszeichen Fischen. Und die Tierkreiszeichen Fischen beeinflusst noch in deine Wohnsituation. Und das ist Traum, das ist traumhaft schön. Und da kannst du dich wirklich verkünstlichen, Künst, ja, die Tierkreiszeichen Fischen haben künstlerische Begabung und Wassermann gibt die großartige Ideen dazu. Und die Tierkreiszeichen Fischen wirkt auf deine Kindheit sehr verträumt. Du liebst es, Märchen, Träume, die Träume zum Leben. Manchmal bist du auch verträumt. Aber daran liegt deine schöpferische Kraft,
deine Begabung, deine künstlerische Begabung. Aber jetzt zurück zum Thema Basis, Fundament. Wie kannst du auf Luftelement und Wasserelement verspüren, die Halt, die Sicherheit und Stabilität? Wenn du diese Eigenschaften, der Wassermann und die Eigenschaften, die Fischen, verinnerlichst. Und das ist dann deine innere Kraft. Und auf diesem inneren Kraft kannst du bauen an dein Leben. Die Wassermann heißt, ich bin einzigartig, außergewöhnlich. Ich bin nicht so wie alle anderen. Und ich stehe dazu. Dann die Adlerblick. Ich schaue alles von oben herab, weil ich weiß, da habe ich den Überblick. Dann die Luftelement. Ich kann von vielen Sachen befreien, weil ich kann immer tief durchatmen. Und dann kommen die Fischen dazu. Ich kann schwimmen. Ich vertraue das Element Wasser. Und das bedeutet, meinen Gefühlen, meine Träume, meine Visionen, ja, das vertraue ich. Und ich glaube daran. Und ich kann auch vieles loslassen, weil ich weiß, das schwimmt alles auf mich zu. Und das ist dein Fundament. Die sechste Lebensbereich hat mit Arbeit und Gesundheit was zu tun. Und diese Tür öffnet sich mit Widder. Und mit dieser Widder-Energie musst du dich immer wieder dann in Arbeit behaupten. Hast aber auch die Kraft, dich durchsetzen. Mit den Kindern ist das auch so. Die Fischenenergie zeigt deine Verträumtheit, ist aber wunderschön. Aber du musst bei Kindern immer wieder dich durchsetzen. Und das ist diese Übung, was du später brauchst in Arbeit. Weil da musst du dich auch immer wieder behaupten. Und jetzt kommt ein sehr wichtiger Lebensbereich, was für dich später eine große Rolle spielt. Jetzt schau mal das an. Hier in diesem Punkt bist du geboren. Und gegenüber ist ein Spiegel. Und dieser Spiegel zeigt deinen Partner. Und bei Geburt schauen wir in diesen Spiegel und sehen wir unseren Seelenpartner, die Männer natürlich die Seelenpartnerin, aber das geht in die Unbewussten. Aber unbewusst weiß man das. Und dieses Tor öffnet sich mit Stier. Und die Stier ist angenehm. Ein Stier zeigt, wie wir das Leben genießen können. Schön gestalten, angenehm. Und gibt auch Sicherheit, Stabilität. Und die Stier öffnet sich hier den Tor, aber die Stier wirkt auch auf die Arbeit. Und das möchtest du, das Schöne gestalten. Aber mit Widderenergie musst du dich immer wieder dann auch behaupten. Die achte Lebensbereich nennt man als Tod. Das klingt nicht so gut. Aber keine Angst. Es geht nicht um Tod. Natürlich auch, irgendwo da auch Thema Tod. Aber was dieser achte Lebensbereich ist, er zeigt uns, das ist das Loslassen, von etwas verabschieden, von etwas trennen, all das, was im Weg steht, was uns belastet, diese Belastungen loslassen.
Und oft sind das Gefühle, Angst zu haben von etwas oder an etwas zum Zweifeln oder unsicher zu sein oder Schuldgefühle zu haben. Diese Gefühle sind auch Stolpersteine in unserem Leben. Der größte Stolperstein ist die Angst. Und damit wir in unserer Kraft bleiben, sollen wir von diesen Gefühlen loslassen. Es ist einfach gesagt, alles getan. Es ist immer ein Prozess. Und dieser Prozess, bis man das wirklich aus dem Weg geräumt hat, dieser Prozess heißt Transformation. Und dieses Tor öffnet sich mit Tierkreiszeichen Zwillinge. Und die Zwillinge sind zwei. Ja, das sind Brüder. Der eine heißt Castor, der andere heißt Pollux. Der Castor hat menschliche Abstammung. Sein Vater war der König von Sparta und der andere hat göttliche Abstammung. Sein Vater war Zeus, der Himmelsgott. So beschreibt diese mythologische Geschichte. Und die beiden Zwillinge sind miteinander verbunden. Und dann kam die Zeit, wo Castor sterben müsste, war auch sterblich. Pollux war unsterblich, weil er hatte eine göttliche Abstammung. Und dann ging Pollux zu seinem Vater, das war der Himmelsgott, und sagte dann, ich kann doch meinen Bruder nicht alleine lassen am Sterben, ich möchte auch sterben. Und dieser Himmelsgott sagte, nein, du brauchst nicht sterben, ich mache euch beide unsterblich. Und seitdem leuchten die beiden Zwillinge im Himmel, Castor und Pollux. Und diese Geschichte zeigt uns etwas Wichtiges in unserem tiefen Inneren. Sind wir mit Gott verbunden? Und das bleibt auch so. Das ist dieser unsterbliche Teil in uns. Und das Leben irgendwann geht zu Ende. Das ist uns schon bewusst. Aber diese Unsterblichkeit bleibt. Und wenn wir das wissen, das hilft uns im Leben, weil dann verspüren wir immer die Verbindung zum Gott. Und wenn wir das wissen auch und spüren wir auch, dann haben wir ein anderes Bewusstsein. Und wenn wir dieses höheren Bewusstsein haben und wir das auch vertrauen, weil wir das verinnerlichen, ja, Gott ist da, da haben wir auch keine Angst. Und so können wir unsere Angst loslassen und das befreit. Und das ist auch wichtig, weil die Angst, das macht uns immer unbeweglich, egal um was geht. Ob das jetzt die berufliche Situation ist oder Freunde oder die Schule, wie auch immer, mit Angst fühlen wir wie gebremst. Und das macht uns unbeweglich. Die neunte Lebensbereich hier zeigt Reisen, natürlich auch Urlaub, Ausland, sogar Fremdsprache, zeigt auch Bildung, eine höhere Bildung, zeigt aber auch diese inneren Reise, dass wir zum Ruhe kommen, dass wir verspüren diese Vertrautheit, mit Gott zu sein. Oder dass wir uns selbst auch mal vertrauen. Und diese innere Reise gehört auch zu diesem neunten Lebensbereich. Und dieses Tor öffnet sich mit Krebs.
Und Krebs zeigt ein Zuhause. Und das kannst du so vorstellen, wenn du Probleme hast oder weil jemand dich verletzt oder jemand nervt dich, dann versuche, dich ein bisschen zurückzuziehen und dann schaue in dein Inneren und versuch das bildhaft gestalten. Stell dir vor, ein schöner Raum. Fantasie hast du und mach das traumhaft schön und fühl dich da wohl. Und das ist diese Krebsenergie, das ist wie einen inneren Zuhause. Und dann, wenn du das schön gestaltest und immer wieder zurückziehst und besuchst diesen inneren Zuhause, wo eigentlich deine Seele ist, das ist so schön und beruhigend. Dann nerven die anderen dich nicht so, weil dann hast du diese Kraft in dir. Dann kannst du viel leichter damit umgehen. Und das ist diese Krebsenergie, dieser Rückzug. Das bedeutet nicht, dass du immer wieder zurückziehen kannst. Sollte es, das möchte ich nicht sagen, du solltest dich auch behaupten und Kraft und Stärke zeigen, aber solche Momente geben uns die innere Ruhe und in dieser Ruhe liegt auch die Kraft. Hier im 10. Lebensbereich ist das Krone des Baumes, das Höchste, was du erreichen kannst und zeigt auch, wie du deine Ziele erreichst, auch deine Berufung. Und dieses Tor öffnet sich ganz majestätisch mit Löwe. Das ist Öffentlichkeit. Das ist die Bühne. Du brauchst beruflich die Öffentlichkeit. Du brauchst beruflich die Anerkennung. Und du möchtest die Beste sein, weil du willst diese Bewunderung. Und das ist dein Recht. Das steht zu dir zu, weil deine Seele hat das so ausgesucht. Und das werden alle Berufe, alle Richtungen, beruflichen Richtungen sein, wo du in die Öffentlichkeit stehst. Wie zum Beispiel Fernsehen oder Theater. Du brauchst die Publikum. Die 11. Lebensbereich sind die Freunde. Aber auch unsere Hoffnungen, unsere Wünsche und unsere Sehnsüchte. Und dieses Tor öffnet sich mit Jungfrau. Da bist du eher zurückhaltend, eher Beobachter. Und das ist auch gut so. Es ist sehr klug. Jungfrau ist auch sehr klug. Und Jungfrau hat auch einen Einfluss auf deine Berufung. Und dann sind die Geheimnisse. Und dieses Tor öffnet sich mit Waage. Und das zeigt schon die Interesse an die tiefe Geheimnisse des Lebens und auch die Gerechtigkeit. Waage vertritt auch die Gerechtigkeit. Auch die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung. Und das ist für dich wichtig in dein Leben. Die Gerechtigkeit, weil du setzt dich für Gerechtigkeit ein. Die Waage hat noch eine Färbung auf deine Freundschaften. Das kann bedeuten, dass du schöne Freundschaften hast. Waage wird schön und harmonisch. Manchmal kommt gerade bei Freundschaften dieses Gefühl, oh, ich muss alle recht zu machen, ich will mich beliebt zu machen. Aber die Jungfrau hilft dir, weil die Jungfrau trennt Spreu von Weizen und die Jungfrau kann das kritisch beobachten. Und diese
Begabung hast du auch. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Löwe hier ganz oben. Sonne fühlt sich sehr wohl im Löwe, weil Sonne herrscht über die Tierkreiszeichen Löwe. Und das ist für dich sehr wichtig, deine Berufung zum Leben, im Mittelpunkt stehen, in die Öffentlichkeit stehen. Das zeigt die Löwe und das zeigt deine Sonne. Und Sonne hat einen Bezug zu dein Herz. Warum? Weil die Sonne ist die Zentrum unserem Sonnensystem. Und unserem Herz ist die Zentrum unserem Körper. Also für dich spielt das eine zentrale Rolle, dass du beruflich in die Öffentlichkeit stehst. Und das kann die Richtung sein, Theater, Kunst, Fernsehen, die Bühne, du brauchst diese Bühne und auch diese Bewunderung. Mond zeigt deinen Gefühlen, das Unbewusste. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Waage. Und das in 11. Lebensbereich, also Mond im Waage in 11. Lebensbereich. Also Freundschaften sind für dich auch sehr wichtig. Aber du möchtest sehr wertvolle Freundschaften pflegen und da bist du kritisch. Und du legst großen Wert drauf, weil du brauchst hier das Wohlbefinden. Mars ist deine Kraft und mit diesem Kraft kannst du dich behaupten. Mars ist eine männliche Energie, also hat auch mit Männern was zu tun. Diese Mars-Energie ist im Jungfrau und befindet sich im 11. Lebensbereich. Und das bedeutet, du kommst sehr gut klar mit Jungs und mit Jungs die Freundschaften zum Pflegen. Später würde das ein Hinweis sein, dass du deinem Partner in Freundeskreis begegnest oder in einer Gruppe von gleichgesinnten Menschen, wie zum Beispiel ein Verein. Aber du hast ein sehr gutes Gefühl oder du fühlst dich wohl, dann mit Jungs in Verbindung sein oder Freundschaften zum Pflegen. Merkur ist der Planet der Handlungen, auch das Wissen. Merkur vermittelt immer etwas, also hat auch mit Kommunikation was zu tun. Und Merkur befindet sich auch im Jungfrau, aber im 10. Lebensbereich. Also Merkur im Jungfrau im 10. Lebensbereich hat einen Einfluss auf deine Berufung. Merkur kann sich im Jungfrau sehr gut entfalten, weil Merkur herrscht über die Tierkreiszeichen Jungfrau. Und das ist deine Klugheit, wie du strategisch vorangehst. Du stürmst nicht voran, sondern du überlegst das ganz gut, deine Schritte. Und diese Überlegung und diese Klugheit der Jungfrau und diese Merkur-Energie hilft dir, die richtigen Kontakte knüpfen, die dich dann beruflich unterstützen.
Merkur hat einen Bezug zum Sprache. Und wenn du Richtung Schauspiel gehst oder Fernsehen, natürlich hast du mit Merkur Energie und mit diesem schauspielerischen Talent einen riesen Vorteil. Dann kommt die kluge Jungfrau dazu, wo du das immer wieder einordnen kannst. Jupiter zeigt deine Größe, schenkt auch Optimismus, Chancen, Möglichkeiten. Jupiter ist rückläufig. Und diese Rückläufigkeit von Jupiter zeigt alten karmischen Themen, was dich ein bisschen bremsen kann. Jupiter befindet sich in dein Horoskop im Tierkreiszeichen Schütze und das im zweiten Lebensbereich. Jupiter im Schütze im zweiten Lebensbereich. Und hier hast du durch diese Rückläufigkeit eine wichtige Botschaft. Sei mit deinen Größen bewusst. Sei mit deinen Werten bewusst. Und versuche das auch in deine Persönlichkeit in Ausdruck zu bringen. Venus ist die weibliche Energie. Venus hat mit Liebe etwas zu tun. Aber Venus bedeutet auch Kunst, Kreativität, Schönheit, Ästhetik. Venus befindet sich bei dir im Jungfrau, aber im 10. Lebensbereich. Im Jungfrau Venus ist eher zurückhaltend als Frau, so bescheidend. Du wirkst rein, sauber, bescheidend. Aber diese Venus-Energie im 10. Lebensbereich, wo um deine Berufung geht, zeigt die Kunst, die künstlerische Richtung. Saturn beeinflusst unserem Schicksal. Und das kannst du so vorstellen. Deine Seele hat diesen Lebensweg ausgedrückt, ausgesucht. Und dieser Lebensweg heißt des goldenen Weg. Aber wir haben die freie Wille. Und wir treffen auch selbst auch mal Entscheidungen. Oft treffen wir die richtigen Entscheidungen, manchmal treffen wir falsche Entscheidungen. Und dann sind wir im Umwegen. Saturn hilft uns zurück im richtigen Weg, dass wir in diesem goldenen Weg gehen sollen, weil das ist für uns das Beste. Und Saturn belehrt uns und sagt, das ist dein Schicksal, geh in diesen Weg, lerne das. Das, was deine Seele ausgesucht hat. Und Saturn, manchmal ist er streng, aber er möchte Sicherheit, Stabilität uns geben, einen Halt zu geben in unserem Leben. Saturn befindet sich in dein Horoskop im Löwe, im 10. Lebensbereich. Löwe im 10. Lebensbereich. Das heißt, die Schicksal zeigt dir Öffentlichkeit. Publikum brauchst du, die Bühne brauchst du, bau das auf, glaub daran, weil das kannst du befestigen, das gibt dir Halt und Sicherheit in dein Leben. Saturn ist astromedizinisch zu unserem Knochen zugeordnet, unserem Knochensystem.
Und dieser Skelett, dieser Knochensystem gibt uns die Halt. Saturn ist aber auch zum Haut zugeordnet. Das heißt, unserem Haut gibt uns die Form für unseren Körper, also bringt das in Form und schützt uns. Schützt uns von Einflüssen von außen. Also wir haben die Halt, das wird in Form gebracht und das schützt uns auch. Und so kannst du diese Saturn-Energie verstehen. Und er zeigt, das gibt dir die Halt. Und das ist deine Berufung. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen. Manchmal kommen unerwartete Ereignisse. Uranus befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann und das im vierten Lebensbereich. Uranus herrscht über die Tierkreiszeichen Wassermann. Und Uranus ist die Zeit voraus. Uranus bringt uns diese Ideen, das ist Uranus-Einfluss. Und zeigt auch, wie außergewöhnlich und wie einzigartig wir sind. Und Uranus bringt immer wieder unerwartete Ereignisse in unserem Leben. Und diese Uranus-Energie wirkt in dein Wohnsituation. Und das bedeutet, du wirst in dein Leben immer ungewöhnliche Art und Weise wohnlichtig verändern. Und dein Haus, deine Einrichtung, deine Wohnung wird immer außergewöhnlich sein. Und manchmal kommt es so plötzlich, diese Veränderungen. Das kann Umzüge bedeuten, kann auch bedeuten, dass du immer wieder die Einrichtung änderst. Weil irgendwann ist es langweilig und dann brauchst du neue Design. Neptun befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock und das im dritten Lebensbereich. Neptun ist nichts anderes als der Gott des Meeres, Poseidon. Und so wie die Meer so tief, volle Geheimnisse, ist sehr, sehr geheimnisvoll. Und Neptun hat einen Einfluss auf unsere Fantasie, auf unsere Träume auch, auch die Märchen. Du liebst auch Märchen. Und bei dir soll das so märchenhaft schön sein. Aber schau mal, wo wirkt diese Neptun-Energie? Im dritten Lebensbereich, in die Schule. Und das im Steinbock, wo die Strenge ist. Ja, das ist gar nicht so einfach, deine Träume zu leben in die Schule. Wenn eine Kunstschule wäre, oh, dann wärst du da aufgeblüht. Das wäre anderes. Aber jetzt mit Mathe und mit dem Dingen zu beschäftigen, das ist ein bisschen trocken. Du brauchst das Märchenhafte. Dann bring das alles näher. Dann bist du damit vertraut. Dann liebst du das auch. Das ist hier Neptun im Bereich, dritter Lebensbereich, wo auch um die Schule geht. Pluto gibt die Kraft. Das ist aber nicht die Durchsetzung Kraft, mal laut zu werden, sondern das ist die innere Kraft, von dir selbst überzeugt zu sein. Und dieser Pluto befindet sich im Schütze und hat einen Einfluss auf deine Persönlichkeit. Ich setze mal Pluto hier. Du hast die Pluto-Energie in dir. Gehört zu deiner Persönlichkeit.
dieser Pluto ist wunderbar, wird leider oft falsch verstehen, weil Pluto herrscht über einen ganz geheimnisvollen Bereich. Dieser Bereich nennt man Tod. Aber wieder muss ich betonen, das hat mit Tod gar nichts zu tun, sondern dieser Pluto zeigt, wie wichtig das ist, dass viele Dinge vergehen in unserem Leben. Wie wichtig das ist, von etwas verabschieden, loslassen. Und das ist wie ein Tanz. Und dann entdecken wir etwas Wichtiges. Das, was wir brauchen, bleibt bestehen. Und das gibt diese inneren Kraft. Und diese inneren Kraft, und das ist die Kraft Plutos und auch seine Geheimnisse, ist die Reichtum und Macht. Und diese Kraft ist die Überlebenskraft. Pluto hält das Leben erhalten. Also passt dieses Wort Tod gar nicht zum Pluto. Weil Pluto ist das Leben. Das ist das Kreislauf des Lebens. Die Vergänglichkeit und Neugeburt. Die Vergänglichkeit und Neugeburt. So wie Herbst und Winter, dieser Winterschlaf und am Frühling blüht wieder alles auf. All das ist Pluto-Energie. Oder ein Tiefschlaf. Dann sind wir im Plutos Reich. Und das ist so erholsam. Und all das, was man erneuern soll, dieser Erneuerungsprozess, die Kraft der Regeneration, das ist Pluto. Und diese Kraft hast du in dir. Aber Pluto flüstert dir etwas. Diese Kraft darf nichts und niemand rauben. Sondern das ist die Konzentration. Dem Moment, wo jemand versucht, dich ausnützen, dein Zeit rauben oder musst du immer für anderen einsetzen und du eigentlich das gar nicht möchtest, dann denk immer, du bleibst immer in diesem Kern der Dinge, in dein Kraft. Und dann kannst du Nein sagen. Das Abgrenzen, damit meine ich nicht immer Nein zu sagen, das meine ich gar nicht, sondern wenn das für dich zu viel ist und das schwächt dich, dann bleib bei dir selbst in dein Kraft, weil das ist dein Macht und dein Reichtum. Und Pluto hilft dir immer bei dieser Erneuerung. Egal was passiert in dein Leben, du stehst immer auf, weil du hast diese innere Kraft. Dann fangst von vorne an, aber die Kraft ist immer da, weil das gehört zu deiner Persönlichkeit. Und das ist so geheimnisvoll. So geheimnisvoll, weil das ist die Verborgene. Und daran liegt deine Kraft. In indischen Astrologie gibt es Mondhäuser. Und die mythologische Geschichte dazu ist folgendes. Der Mond in dieser indischen Mythologie ist ein Mann und verliebt sich an Rohini. Und Rohini ist so schön und jung. Ah, das ist die Morgenröte. Und der Mond verliebt sich an diese Morgenröte und macht einen Heiratsantrag. Und ihr Vater sagt dann, ja, na gut, du darfst meine Tochter heiraten, aber du musst alle ihre Schwester auch heiraten. Und am Mond blieb nichts anderes übrig,
heiratete alle 27 Geschwister, alle 27 Frauen. Und jeden Tag besucht eine von seinen Frauen. Und jede Frau ist anderes, hat auch andere Eigenschaften. Und das symbolisiert die Tagesbewegung des Mondes. Und diese Strecke nennt man Mondhäuser. Das ist wie ein Mondkalender. Und das schauen wir jetzt an. Dein Aszendent oder dein Lagna ist Skorpion. Das war dieser Tierkreiszeichen, wo in Osthorizont aufgestiegen ist, in dein Geburtsmoment, wie ein Sonnenaufgang. Und dieser Mondhaus hier, was einen Einfluss hat auf deine Persönlichkeit, dieser Mondhaus heißt Anuradha. Und wird von Akrab bestrahlt. Dieser Akrab, dieser Stern, befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion, bisschen oberhalb von den Augen. Und die Indern sagen dann, das ist wie eine dritte Auge. Das ist hier die Hellsichtigkeit, die Spiritualität. Und dieser Mondhaus heißt von Schicksal gesegnet. Die beschreiben das auf Elefanten reiten. Und dieser Elefant symbolisiert den Reichtum. Und dieser Reichtum, auch dieser inneren Reichtum und dieser Glück gehört zu dir. Weil du bist von Schicksal gesegnet. Deine Sonne befindet sich im Löwe. Und dieser Mondhaus heißt Purva Palkuna und das heißt, es war etwas mal da, früher, in deinem früheren Leben. Und jetzt kommt es nochmal und hier hast du einen Weg, das zu vollenden. Und das spürst du auch und du kommst ins Ziel. Und das ist deine Berufung. Das ist Löwe, das ist dein Theater, das ist deine Bühne. Also kehrte von Vergangenheit zurück und das wirst du diesmal vollenden. Mond befindet sich im Waage. Mond symbolisiert auch die Mutter und mit Waage hast du eine schöne Verbindung zu deiner Mama. Und dein Papa ist die Sonne. Und da hast du auch Ansehen. Also die Mondenergie. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Waage. Und dieser Mondhaus heißt Chitra. Und hier befindet sich die Balancepunkt. Das ist die Gleichgewicht. Mond hat einen Einfluss auf deinen Gefühlen. Und du brauchst immer die inneren Gleichgewicht. Und du verdrehst auch die Gerechtigkeit. Und wenn etwas ungerecht läuft, dann verlierst sofort die Gleichgewicht. Du sollst aber einen gewissen Abstand gewinnen, damit du wieder in inneren Ruhe und inneren Gleichgewicht bleibst. Dieses Mondhaus wird von Spica bestrahlt. Bei Römer wurde Spica verehrt. Das ist die Weizenehre der Jungfrau. Aber wirkt in diesem Grenzbereich zwischen Jungfrau und Waage. Also hat einen Einfluss auch auf die Waage. Und das bedeutet diese Weizenehre Ernte. Natürlich braucht man Geduld, bis man erntet, aber alles, was du so vorhast im Leben, was übereinstimmt zu deinen Gefühlen, das trägt auch Früchte. Mars und Merkur, die stehen in Verbindung, Mars und Merkur. Beide befinden sich im Tierkreiszeichen Jungfrau.
Merkur und Mars hier im Jungfrau. Und dieses Mondhaus heißt Hashta. Hashta bedeutet übersetzt Hand und Handlungen und wird von Vindemiatrix bestrahlt. Dieser Stern Vindemiatrix ist die Weinleserin. In klassischen griechischen Mythologie heißt, steht in enge Verbindung zum Weingott Dionysos. Und diese Weinleserin zeigt auch Früchte. Es trägt Früchte. Aber Vindemiatrix bedeutet auch ein Fest, Spiel, Leichtigkeit. Und das kann natürlich auch bedeuten, wieder diese schauspielerische Begabung, ein Fest auftreten und andere Menschen damit beschenken, mit dieser Leichtigkeit. Jupiter befindet sich im Schütze, hier Jupiter, und dieses Mondhaus heißt Purvashada, und das bedeutet dein Zentrum, dein Fokus sind deine Wünsche und deine Bedürfnisse. Und Jupiter zeigt, du hast diese Chancen im Leben, das zu bekommen, deine Wünsche und deine Bedürfnisse. Aber Jupiter ist rückläufig. Und hier karmischen Themen, Lernaufgabe, die Neigung, das zu abbremsen. Und du brauchst es nicht bremsen, weil dieser Mondhaus zeigt, du kannst zu deinen Wünschen stehen, nach deinen Bedürfnissen. Das soll sogar der Fokus sein. Venus befindet sich auch im Jungfrau, auch in diesem Mondhaus Hashta, was bedeutet Hand und Handlungen, und steht in Verbindung zum Vindemiatrix. Die Lebensfreude. Vindemiatrix ist ein Fest, Tanz, Musik, Lebensfreude. Das Gleiche, wo auch dein Mars, auch dein Merkur steht. Saturn ist im Löwe und dieser Mondhaus heißt Purvapalguna. Und das heißt hier in diesem Bereich auch deine Berufung, auf das Wesentliche konzentrieren und deine Wünsche im Tat umsetzen, das zu vollenden. Es war schon mal von früher da, da kehrt etwas zurück von früher und diesmal umsetzen im Tat. Wir haben zwei karmischen Knoten. Einmal Ketu zeigt die Vergangenheit an und Rahu, der Drachenkopf, zeigt die Richtung, wie wir uns verwirklichen können. Ketu befindet sich im Krebs. Hier, das symbolisiert die Vergangenheit, das alte Karma. Und dieser Mondhaus heißt Ashlesha. Und hier ist ein Symbol der Schlange. Keine Angst vor dieser Schlange, es zeigt die Veränderung, wie eine neue Haut zum Schlüpfen. Das sind immer zwei Schlangen, was die Kundalini-Energie symbolisiert. Die eine Schlange zieht alles nach unten. Das sind Gefühle wie Angst und Zweifel oder Schuldgefühl. Das zieht die Energie nach unten und von dieser Schlange verabschieden, trennen. Und die andere Schlange ist die Energie, was nach oben bringt alles. Und das sind die Begeisterung, die Hingabe, die Liebe, in diesen Gefühlen bleiben. Und dann dreht sich immer alles und das bringt dich nach oben. Und hier in diesem Mondhaus ist auch wichtig,
ein Botschaft trennen, vereinigen, trennen, vereinigen. Wovon sollst du trennen? All das, was dich stört im Leben, davon trennen. Auch von Gefühlen wie Angst und Zweifel und Schuldgefühl. Das ist diese Trennung. Und vereinigen all das, was für dich wichtig ist. Also hier natürlich diese Jungfrau-Energie brauchst hier, weil die Jungfrau kann das ganz gut. Jungfrau betrachtet das klug, manchmal sogar kritisch. Jungfrau kann das analysieren und trennt Spreu von Weizen. Und das ist es, was hier diese karmischen Knoten symbolisiert. Das ist aber die Vergangenheit. Hier kommen auch Erinnerungen. Und die neue Richtung ist, die Tierkreiszeichen Steinbock. Die Tierkreiszeichen Steinbock, und das bedeutet wie ein Stück Paradies, diese paradiesische Erde. Wo findest du diese Erde? Das sind deine Ziele, was du erreichen möchtest. Und die Steinbock zeigt dir die Zielsetzung. Du brauchst Ziele. Du kannst auch kleinere Ziele setzen, auch höheren Zielen und immer konzentriert bleiben, diese Ziel nicht aus die Augen verlieren und immer in diesem Weg gehen, nicht aufgeben. Nicht aufgeben, sondern weiter verfolgen diesen Weg, bis du ins Ziel ankommst. Und das ist dieser karmische Weg, was dazu führt, dass du deine Ziele auch erreichen kannst. Und hier hast du diese Aufgabe, deine Berufung zum Leben. Uranus bringt Umbrüche, Veränderungen und hat einen Einfluss von Andromeda. Ich erzähle dazu die Geschichte. Und hier, gerade hier, wo die Basis, die Fundament liegt, das sollst du vielleicht auch mal diese Geschichte anhören. Und das ist Folgendes. Das kommt von klassischen griechischen Mythologie. Es gab eine Königin. Und diese Königin hieß Cassiopeia. Und diesem Sternbild Cassiopeia findest leicht im Himmel. Das ist ein W, wie ein Buchstabe, W. Und das ist dieses Sternbild Cassiopeia. Und diese Cassiopeia prahlte überall, dass ihre Tochter Andromeda sei die schönste. Sie ist sogar schöner als die Meeresjungfrauen. Und die Meeresjungfrauen haben sich beschwert bei Gott des Meeres. Und da wurde auch zornig und schickte den Walfisch zu dem Königreich, zu dieser Königin, dieser prahlenden Königin Cassiopeia zu bestrafen. Und dieser Walfisch kam auch an und dachte, ha, 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 warum sollte ich das tun, was mir Poseidon befiehlt? Ich mache, was ich will. Und dieser Walfisch nahm Andromeda, die Königstochter, und fesselte im Felsen. Und da war in die Nähe so furchterregenden Gestalt Medusa, und Andromeda hat so Angst gehabt. Bis dann Perseus kam mit seinem Schwert und Perseus befreite Andromeda. Und die haben sich auch verliebt. Andromeda und Perseus. Und dann kam Pegasus, dieser geflügelten Pferd, ein weißen Pferd mit Flügeln, und dann sind die davon geflogen. Diese Geschichte hat eine symbolische Bedeutung, befreit zu sein von Angst. Und wenn du das kannst, das ist dann dein Basis, dein Fundament. Neptun ist im Steinbock
Neptun hat einen großen Einfluss auf deine Fantasie und hat einen großen Einfluss auf deine Träume. Und hier, dieser Mondhaus heißt Tanishta und bedeutet Grenzgebiet. Befindet sich auch dieser Mondhaus zwischen Wassermann und Steinbock. Die Wassermann gibt die Leichtigkeit, deine Träume zum Leben, deine Fantasie. Und das brauchst du auch, gerade in diesem Grenzgebiet, in diesem Mondhaus. Aber kommt die Steinbock-Energie dazu. Du sollst nicht nur träumen, sondern das soll dein Ziel sein, weil das möchtest du auch erreichen. Also setzt in Tat um. Wassermann ist Luftelement. Solange bis das ein Traum ist, ein Gedanke, das ist noch nicht die Realität. Und die Steinbock gibt die Kraft dazu, ah ja, das kannst du auch als Ziel setzen. Und dann kommt dieses Erdeelement und dann wird das Realität. Leb deine Träume, sagt hier dieser Mondhaus. Pluto ist hier, hat einen großen Einfluss auf deine Persönlichkeit. Und dieser Mondhaus heißt Mula und das bedeutet Basis, Fundament. Wo findest du dein Fundament, dein Basis in dein Leben? Das ist deine innere Kraft, auch deine Überzeugungskraft. Und daran liegen deine Werte. Und du hast Träume, du hast Visionen und das ist deine Berufung, das bringst ihn auf die Bühne. Weil du brauchst diese Bühne, du brauchst Zuschauer und Publikum, weil du möchtest in die Öffentlichkeit sein und das entspricht deinen Träumen. Und mit Steinbock-Energie setzt das als Ziel und das gib bitte nicht auf. Jetzt etwas anderes. Sonne, Mond und diese Planeten, die sprechen miteinander, die sind miteinander vernetzt. Welche Verbindungen hast? Mars und Merkur werden gemeinsam. Das gibt dir die Kraft, das zu sagen, was du sagen willst. Und du kannst auch schnell lernen. Aber das muss außergewöhnlich sein und nicht mit Strenge, weil das, da fühlst du dich eher eingeschränkt. Aber mit dieser Mars-Merkur-Energie neigst du natürlich dazu, manchmal zu schnell etwas zu sagen. Aber die Jungfrau ist klug und es ordnet wieder. Diese Mars- und Merkur-Energie hat einen Einfluss auf deine Persönlichkeit. Und das ist deine Sprachbegabung. Und da hast du die Kraft. Jupiter und Saturn stehen eine sehr schöne Verbindung. Jupiter bringt Glück, Saturn lenkt dein Schicksal. Wo hast du Glück? In welche Richtung lenkt dein Schicksal? In Finanzen hast du Glück, dein persönlichen Auftreten hast du Glück und in dein Berufung hast du Glück, weil das ist dein Schicksalsweg. Und das sorgt dafür, dass du hier Glück hast in Finanzen. Sonne und Saturn stehen in einer Verbindung. Also du sollst deine Sonne ernst nehmen. Saturn zeigt Ernsthaftigkeit und die Sonne bedeutet dein Selbst, auch dein Herz. Sonne steht auch in einer sehr guten Verbindung zum Jupiter. Und das stärkt deine inneren Sonne. Liebe Belicia, das war dein Geburtshoroskop-Analyse. Ich bedanke mich, dein Anvertrauen, auch deine Mama, ein Dankeschön. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.